Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play an Epic. Wir waren gerade dabei, hier in die Gärten, glaube ich, vorzudringen, sage ich mal. Und dann gehen wir doch da mal wieder zurück. So, hier ist ja wieder die alte Falle. Gut, dann gehen wir mal gucken, was uns da so erwartet. Hier sind schon wieder die ersten Erdgegner. Lass mich in Ruhe. Stirb doch. Klubschauge. So, wo wollten wir denn überhaupt hin? Ich gehe einfach mal hier runter. Ne, da hoch. Ah, okay. Na, hat er gedacht, er könnte sich wegborden. Kann er vergessen. So, dann wäre das auch mal erledigt. Dann gehen wir erstmal nach da oben. Da waren wir nämlich noch gar nicht. So. Das sieht doch schon mal interessant aus. Da oben ist schon wieder so ein Feuerding. Bitte nicht sterben, du Dingsbumsfrosch. Eiselementar. So. Dann hauen wir hier mal den Schlüssel rein. Eigentlich will ich ja schon ganz gerne da hoch. Nicht mal ein Feuerelementar. Gut, mein Feuerelementar kriegt halt alles ab, oder was? Es bleibt auch einfach stehen. Ich glaube, ich versuche mal. Ich packe erstmal das Feuerelementar weg, nicht dass es drauf geht, und versuche hier hochzukommen. So, da bin ich schon mal hier oben. Aber das Ding macht einfach nichts. Doch jetzt. So kriegen wir die Dinger down natürlich. Hier, scheiße. Ah, nächster Versuch. Hopp, schieß. Sehr schön. Eins ist schon mal weg. Machen wir erstmal hier das Feuer an. Heiltrank bitte. Das war mega knapp. Saufen wir gleich den nächsten Heiltrank hier. Keine Lust, nämlich jetzt schon wieder zurückzugehen. So, mein Eiselementar ist schon ziemlich cool eigentlich. Sehr schön. Dann kann ich das hier auch anzünden. Und die rote Essenz einsammeln. Da haben wir jetzt 130 von, da können wir ein bisschen Feuerzauber rumballern. So, gehen wir hier mal nach oben erstmal, würde ich sagen. Ah, okay. Fledermäuse. Erstmal schöne Flügel eingesammelt. Da ist ein komisches Loch an der Wand. Aha, okay. Was war das denn? Ich bin mir unsicher. Ach komm, gehe ich halt doch mal zurück. Wir waren ja nicht allzu weit, von dem her ist das kein Stress hier. Jo, das kommt erstmal hier runter noch. Ansonsten passt das alles. Von was kriege ich denn jetzt bitte Schaden die ganze Zeit? Ah, hier haben wir Vampir-Blutsauger. Gut, Vampir-Blutsauger gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber naja, so ist das halt. Und ich habe schon wieder vergessen, hier meine Stoppuhr zu stellen. Dann machen wir das nochmal schnell. So, Stoppuhr. Sonst habe ich wieder keine Ahnung, wie lang die Folge ist. Ja, gehen wir erstmal weiter hoch. Da links war ja, glaube ich, nicht mehr allzu viel. Beziehungsweise waren wir da ja so gut wie fertig eigentlich. Glaube ich zumindest. Zumindest geht es da nicht weiter, deswegen passt das schon. So, gehen wir erstmal nach oben, oder? Gehen wir mal links rüber. Machen wir Stockwerk für Stockwerk, würde ich sagen. Was war denn hier? Ach, da war die Bibliothek noch. Rechts neben den Gärten ist also die Bibliothek, so das ausschaut. Oh mein Gott. Was ist das? Kann ich da irgendwas machen? Scheint nicht so. Ja gut, laufen wir einfach mal weiter hier. Ein bisschen beunruhigt mich das jetzt schon, aber naja. Naja, so ist das halt. Okay, wie weit muss ich da jetzt laufen? Wir sind schon einige Dings weit gelaufen. Ich sehe schon Böses kommen eigentlich. So, okay, da sind wir jetzt durch. Mal gespannt, wo uns das hinführt. Das waren quasi vier Level, die voll für den Arsch waren. Zumindest ist momentan noch. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Tür, da links ist. Oh, das sieht ja gemein aus. Dann gehen wir erstmal eins nach unten, würde ich sagen. Mir gefällt das alles hier nicht. Gehe ich erstmal hier runter. Vergiftet. Diese Mistviecher. Die halten doch einiges aus hier.
Das ist ziemlich uncool. Ah, zum Glück haben wir ein tolles Eiselement da. Oh ne, jetzt muss ich schon wieder zurück, oder was? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Games. Ich gehe mal hier mal gucken, ob ich noch ein paar Heiltränke zaubern dingsen kann. Verkauft der mir jetzt eigentlich mal mittlerweile einen besseren kaufen will ich. Rezepte, ein besseres... Ne, tut er nicht. Dreister Sack. Naja. Ich könnte ein paar blaue magische Sensen kaufen. Sind 10 Stück für 10 Gold. Brauchen wir eigentlich nicht. Lasse ich an der Stelle jetzt einfach mal und ich crafte hier mal ein paar Dingsbums hier. Was begrenzt unsere Dingsbums? Wahrscheinlich die Fiolen. Na gut, dann können wir alles weghauen. Dann sollten wir immer noch genug Essenzen haben für Feuermagie. Again. Haben erstmal 12 Heiltränke jetzt. Damit lässt sich zumindest so ein bisschen was anfangen, hoffe ich doch mal. Ich befürchte nur, haben die Dinger da unten rote Essenzen getroppt? Ich bin mir gerade unsicher. So wie es aussieht, nicht. Blaue Essenzen. Blaue Essenzen nehme ich natürlich auch. Haben wir ja eh nicht viele, haben wir nur 17 Stück. Dann nehme ich die da doch gerade nochmal mit hier. Möglichst ohne dabei drauf zu gehen, aber hier ist ja noch ein schönes Herzchen. So, noch eine... Naja, es war blauer Schleim. Na gut. Haben wir jetzt 17 blaue magische Essenzen. Das ist ja schon mal ein bisschen was, mit dem man arbeiten kann zumindest. So, und dann geht's zurück in die Gärten. Wieso sind die jetzt schon wieder da? Oh mein Gott. Oh Mann. Oh, jetzt bin ich ja noch zu doof zum Treffen, aber komm her. Auge an dieser Tür, das brauchen wir jetzt nicht, aber ja. Jetzt kommt der da oben angerannt. Aber der ist mir jetzt völlig wurscht. Kannst du mal aufhören, dich weg zu teleportieren, bitte? So, du lässt mich da unten bloß in Ruhe. Auf dich habe ich gar keine Lust. So, ich bin nach links gegangen. Das ist echt nervig, dass die Gegner jetzt wieder da sind. Ne? Jetzt habe ich schon wieder hier das ganze Ding entlang laufen. Mega gut. So, mein Frosch ist immer noch tot, den brauche ich. Nehme ich aber jetzt mal an, noch nicht. Wobei, der frisst ja Spinnen und sonstigen Blödsinn. Das heißt, der wäre vielleicht doch gar nicht so verkehrt. So, ist meine Maus. Hier ist meine Maus. Fledermäuse, Bienen und kleine Spinnen. Wäre also vielleicht eine Idee, den wieder zu beleben für die Gärten. Zumindest habe ich ja schon jede Menge Krabbelviecher gesehen. Diese sollten ja eigentlich ideales Froschfutter abgeben. Ah, naja, mit Coldax kriegen wir das Ganze auch hin. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir sind nach oben gegangen, wir sind nach da gegangen. Gehen wir erstmal nochmal hier nach oben. So, da oben ist eine Spinne. Und die hinterlässt eine Giftwolke, was ich nicht ganz so schön finde. Sowas steht denn hier? Füttern der fleischfressenden Pflanzen verboten. Okay, was ist das? This plant looks dead. It shows that no one looks after these gardens. Okay. Gut, dann gegen die Pflanzen nehme ich einfach... Ah, super. Da habe ich schon wieder irgendwas kaputt gemacht, was mir jetzt Schaden macht. Naja. Nix da, Spinne. Oh Gott, ist das ätzend. Dann trinke ich erstmal meinen Heiltrank hier, um ein bisschen gegenzuwirken. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt schon wieder zurückzugehen. Ist das ätzend. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Da, ah, okay, ich weiß schon. Dann muss ich erstmal hier runter wieder. Und die Dinger hier platt machen. So. Ah, da steht schon wieder eins hinter der Säule, was ich fast übersehen habe. Na, komm her. Stehen die hinter den Kisten, oder was? So, Pfeile können wir eh nicht mehr gebrauchen, weil ich hier leider unseren Bogen weggehauen habe das letzte Mal. Blöderweise. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Und machen das Tor hier auf. Da sind wir hier oben, kommen wir raus. Alles klar, okay. Das ist schon mal interessant, dann können wir nochmal schnell speichern gehen. Sind wir dann gleich wieder da, wo wir waren. Weil das Gift ist schon mega mies eigentlich.
kann da wahrscheinlich auch nichts skillen, was irgendwie gegen Gift hilft oder sonst irgendwas. Schaut nicht so aus. Ne, Magierrohrüstung. Weil ich eh keine Punkte mehr habe. Hier habe ich das letzte Mal, glaube ich, alles in Frostmagie gehauen oder so. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich zumindest. So, hier ist zu. Wie komme ich denn da rein? Das ist jetzt die Frage. Da ist von beiden Seiten zu. Das ist schon mal interessant, sage ich mal. Gut, dann nach oben oder nach unten. Gehen wir mal nach unten erstmal. Da sind Fliegeviecher. Ah ne, da noch nicht. Okay, gehen wir erstmal hier erkunden, bevor wir... Was haben wir denn hier? Looks like a heat aura scroll. The heat aura spell is especially effective as protection from bees. You can buy as many as you want at Zoran's shop. The balloon frog eats small bugs and is particularly useful against bees, birds and small spiders. Zoran sells scrolls that maximize your pet's energy. Na, das klingt doch schon mal ganz cool. Dann gehe ich mal hier hin und guck, was die Gegner hier so zu bieten haben. Beziehungsweise gehen wir gerade mal noch eins weiter nach unten. Und leuchten hier aus. Gehen wir mal hier rüber. Gehen wir mal ein bisschen erkunden, würde ich sagen. Da hinten ist ein Shop, da will ich natürlich hin. Das wäre mega gut, wenn wir da hinkommen würden. So, was haben wir denn hier? Bitte nicht auf Wände einschlagen. Ja, super. Nicht auf Wände einschlagen. Geil. Danke für die Info, dass ich nicht auf Wände einschlagen soll. Und dann dahinter noch ein nächstes Schild ist, das mir sagt, ich soll nicht auf Wände einschlagen. Aber hier geht's auch nicht weiter. Na gut, dann gehen wir mal nach oben hier. So, erstmal den Speer hier rausholen. Der macht jetzt nicht sonderlich viel Schaden, aber es ist halt immerhin ein bisschen Schaden. So, da Wand einschlagen ist nichts. So, dann gucke ich doch mal, was ich hier mit Feuer machen kann. Vor allem die kleine Spinne hier muss weg. Ah, die platzen ganz gut von dem Feuer. Das ist schon mal sehr schön. Und die vergiften scheinbar auch die Pflanzen. Was ich ziemlich wirr finde. So, da kommt die nächste Krabbelspinne an. Die hole ich mir auch schön mit einem Feuer. Feuerzauber. Spruch des Feuerbolzen. Naja, ich behalte meinen Speer erstmal. Ah, das gefällt mir, dass wenn der Koldax die einfriert, dass sie dann instant draufgehen mit einem Schlag. Damit kann ich leben. So, Koldax macht hier weiter Party. Hau mal die Spinne noch kaputt. Na, ob die weggift. So gefällt mir das. So, ob frier sie ein. Kurs. Oder auch nicht. Machen wir es halt so kaputt. Auch okay. So, gehen wir mal hier runter. Gehen wir erst nochmal hier weiter. So, Pfeil, Dings, looten. Bisschen Münzen, können wir gleich mal hier einkaufen gehen. Auch wenn dieser Laden eher einem Scheißhaus ähnelt. Aber naja. Ach, das ist kein Laden, das ist ein Klo. Ich sehe schon. Toilette, wenn es feststeckt, runtergehen und alle Exkremente entfernen. Okay. Stab mit Kacke. Brauche ich da jetzt einen Stab mit Kacke, oder was? Das verwirrt mich schon ein bisschen. Naja, okay. Dann gehen wir erstmal hier oben weiter. Ich dachte, es wäre ein Laden. Schade eigentlich. So, plumpsen wir erstmal hier ein bisschen rum. Ah, wobei unser Koldax macht das schon. Der snackt sich die ganzen Dinge auch so weg. Ah, da ist ein Bienennest, oder so wie das ausschaut. Das Ding, ne, das putze ich mal weg hier, wenn hier nicht gerade eine Biene in die Nähe fliegt. Sollte ja eigentlich mit Feuermagie ganz gut weggehen. Es sei denn, die scheiß Bienen fliegen dazwischen rein. Hört auf damit. Boah, wie viel Leben hat denn dieser Bienenstock hier? Oh Mann. So, jetzt ist es weg. Das heißt, ich lasse das Koldax mal hier ein bisschen rumballern. Der trifft die Dinger ja ganz gut und zerlegt die megamäßig. Ich glaube, zumindest hat mehr Reichweite als der Frosch, nehme ich mal an. Beziehungsweise wir gehen das einfach mal hier runter und looten hier ein bisschen. Grüne mag ich, sind es 31 Stück, die nehme ich natürlich. Und hier haben wir einige giftige Stacheln getroppt und gelbe mag ich, Essenzen, die nehme ich natürlich mit hier. Scheint, als würden die Bienen nicht allzu viel gegen mich machen wollen.
So, was haben wir denn hier? Gartenhaus, Zugang nur für Gärtner. Ich bin kein Gärtner, aber das ist mir sowas von egal. Dann gehen wir doch mal hier nochmal nach links, um zu gucken, wo wir auf der anderen Seite rauskommen. Ah, da oben hat sich eine Treppe aufgetan. Das ist schon mal sehr schön. Okay, dann sind wir hier unten. Das heißt, das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Naja, gut. Dann, was liegt denn da unten rum? Ah, okay, eine eingefrorene Biene war das scheinbar. Und gehen wir erstmal nach unten hier gucken. Gut, dann können wir hier nochmal looten. Breitschwert des Ogerschlachtens. Wo ist dann das Schwert hin? Schwert, Schwert, Schwert. Da ist das Schwert. Fügt Orks zusätzlichen Schaden zu. Okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt andere Probleme als Orks hier. So, dann gucken wir mal, was da oben ist. Hier ist noch eine Fackel. Was ist das? Hier gibt es viele Töpfe. Töpfe in allen Farben und Größen. Okay. Dann weiß ich jetzt auch nicht weiter gerade. Na, okay. Okay, okay, okay. Jetzt mal ernsthaft, was soll ich denn mit Töpfen und Farben? Na gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück, würde ich sagen. Und gucken mal. Wo sind wir noch nicht lang? Müssen wir jetzt komplett wieder zurücklaufen? Mache ich einfach mal. Da war das Scheißhäuschen. Das brauchen sie ja jetzt nicht zu interessieren. Dann hier wieder runter. Dann ist hier... Schreibe ich hier mal Töpfe hin. Und dann gehen wir erstmal wieder zurück hier. So, waren wir da schon? Ne, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir hier einfach mal weiter, würde ich vorschlagen. Oh, da war schon wieder so eine scheiß Spinne. Die ich mal wieder nicht gesehen habe. Da oben krabbelt, die krabbeln an den Decken runter und lassen sich dann fallen, oder verstehe ich das richtig? Na, da kommt die nächste. So, komm her. Oh mein Gott. Heiltrank. Ich muss zurück. Oh mein Gott. 5 Giftzauber auf mich drauf. Das war mir gerade zu viel. Dann gehen wir erstmal wieder in das Tor hier oben rein. Also 5 Giftzauber, die ziehen einfach die Leben weg wie nichts. Das ist schon mega mies. So, mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Waren wir schnell? Ich glaube, wir müssen hier runter wieder. Ja, das schaut gut aus. Dann gehen wir einfach mal hier rein. So, was ist hier denn los? Hallo, du da! Amazing! All these plants are flying! Are they yours? Yes, I gardener. I look after plants that fly. Can I have one? This would freak out everyone back at home. You also look after plants? Yes, of course. Let's say that in my world, I grow some exotic medicinal plants. I give flying plant if you show that you know how to look after plants. Okay, how can I show this? Plants in gardens nearly dead need fertilizer. You look for fertilizer and feed plants. Where can I find this fertilizer? Not now. Ran out. So you look for more. Well, fertilizer is usually shit. Let's see if I can find some. By the way, where's the toilet? Go down, then go east. Go east. And which way is east? Is it left or right? East is go right. Okay. The toilet is down and then right. Now, which way is right? I always get them mixed up. Okay, das Klo haben wir ja schon gefunden. Da müssen wir Dünger finden. Aber das sollte ja kein Problem sein. Vielleicht brauchen wir da einen Topf dafür. Wer weiß, wer weiß. Erstmal hier wieder durch die Dinger durchmetzeln. Ich glaube, grüne magische Sens sammeln kann schon mal nicht verkehrt sein. Das wird dann wahrscheinlich irgendwas mit dem nächsten reinen Geist zu tun haben, den wir finden werden. Der uns dann eventuell Erdmagie oder sowas beibringen könnte. Wer weiß. Ja, okay. Die muss ich also düngen. Nun gut, nun gut. Ah, da ist schon wieder alles voll mit diesen scheiß Bienen.
So, aber mein Koldax macht das ja alles. Wenn er nicht gerade daneben haut. So, dann lass ich den mal die Arbeit machen hier. Der macht das ja ganz gut. Würde mich nur mal interessieren, ob die Viecher auch irgendwann wieder auftauchen. Ah, da war schon wieder so eine scheiß Spinne. Asoziale Mistviecher da. Ah, naja, da ist die nächste Spinne da oben. Aber unser Koldax hat sie sicher schon geholt, glücklicherweise. Gehen wir mal hier hoch. Naja, wir gehen jetzt nach da unten. Da scheint nämlich irgendwas zu sein. Aha, okay. Okay, okay, okay. Magische Essenz. Zünden wir das Ding da mal an. Was macht denn die rote Ameise hier schon wieder? So, Münzen nehmen wir mal mit und dann würde ich mal sagen, ich bin mir unsicher, wie viel Zeit wir noch haben. Sauf ich erstmal einen Heiltrank, bevor ich hier schon wieder drauf gehe. Ah, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Na gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüssi.